Okay. Die beiden müssen verbunden werden. Mit denen hier drehen. Den drehen wir auch erstmal, weil das da unten passt eigentlich aktuell. Sodass wir das hier noch zweimal drehen, um den Kontakt herzubringen. Den Kontakt herbringen, den noch nach unten drehen, dann war es das schon. Nein, noch nicht. Wo ist der Fehler? Dunkel, dunkel, hell, 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 dunkel, dunkel. Ah, hier ist der Fehler. Dann drehen wir den so, drehen den so und drehen den nach unten. Genau. So klappt das. Den können wir so lassen. Könnten den theoretisch einfach wegdrehen, dann passt das hier auch. Den reindrehen, dann passt das hier. Das gefällt dem aber nicht ganz so gut. Also wir drehen den rum und machen den hier so zu. Ich glaube, es sind hier auch mehrere Möglichkeiten drin, oder? Kann mir nicht vorstellen, dass es immer nur eine Lösung ist. Die Verbindung herstellen. Die Verbindung herstellen. Und die Verbindung herstellen. Ganz kurz mal schauen, wir können den hier so zumachen. Müssen wir den hier einmal wegdrehen. Und dann müssen wir hier noch mal ganz kurz den so drehen. Nein. Die beiden verbinden. Den kriegen wir ins Nichts, um hier die Dunkel-Dunkelheit zu haben. Die beiden dicht machen. Ja, können wir so machen. Drehen wir den so, drehen den so, machen den so zu, drehen den um 180 Grad, um den hier zuzumachen und den unteren drehen wir auch nochmal rum. Und zwar so. Meinst du echt, dass es meist nur eine Lösung gibt? Es kann sein, Cobra. Bin mir nicht sicher. So, dunkel, 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 hell, hell, passt. Haben wir hier das Problem, dass wir hier wahrscheinlich erstmal den dicht machen. Das hier passt nicht. Wir können aber den einmal drehen, sodass das passt. Das passt. Jetzt haben wir hier ein Problem und hier ein Problem. Den so rumbringen und den zumachen. Wir müssen hier wahrscheinlich so einen kleinen Kreis reinbringen. Sonst klappt das mit dem Kurvengelage da nicht. Also wir müssen den auch nochmal drehen. Und das heißt, wir haben hier jetzt ein kleines Problem. Der untere macht es jetzt hier mal ganz kurz ein bisschen komplizierter, nämlich den so drehen müssen. Und den oberen doch nochmal drehen müssen. Der geht so, zapert hier. Also wir müssen den aber so drehen. So, den machen wir so und den drehen wir einfach nochmal um zweimal rum. Genau. Dann klappt das schon. Man müsste halt eigentlich die Möglichkeit haben, mehrere Lösungen zu haben. Lustig wäre es halt, wenn die in dem ganzen Spiel nicht bedacht haben, dass es mehrere Lösungen gibt und sie nur deren richtige Lösungen als Ziel quasi akzeptieren lassen. Ich weiß ja nicht, wie sowas programmiert wird im Großen und Ganzen. Ich bin ja kein Programmierer oder sowas. Wir könnten den eigentlich erstmal nicht verlassen, sondern den oberen so drehen, dass hier dunkel auf dunkel trifft. Dann können wir nämlich die beiden dicht machen. Und das können wir hier auch mal drehen. Dann bringen wir die beiden zusammen. Also wir müssen die beiden dunklen auch nach oben bringen. Dann müssen wir hier die unten nochmal verbinden. Und dann haben wir hier einen kleinen Haken drinne, weil das heißt, wir müssen umdispedieren, wir die nach unten bringen müssen, das heißt hier oben zumachen, das heißt wir müssen die beiden drehen und dementsprechend müssen wir den auch drehen, weil sonst klappt das nicht.
Na? Hell, hell, dunkel, 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 hell, hell, dunkel, dunkel, hell, 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 dunkel, dunkel, hell, hell. Der passt. Der. Ah, hier unten der. Und der. So. Von dem ganzen hell-dunkel nicht drauf geachtet, wo was falsch ist. Bei dem von eben. Das kann sein. Wieder falscher Knopf. Den hier wollte ich haben. Nehmen wir den mal so rein. Nehme ich die Verbindung zusammen. Hier müssen wir den dunklen nach oben bringen. Und hier müssen wir die verbinden. Nehmen wir den so. Dann passt die obere Hälfte passt schon mal. So, den müssen wir auch wegbringen. Dann passt das hier auch. Jetzt haben wir hier unten nur noch ein kleines Problem. Was aktuell noch nicht will. Aber da drehen wir die beiden rum. So, den hier. Den machen wir so dicht. Den drehen wir erstmal weg, damit er uns nicht mehr stört. Aber wir drehen den andersrum weg. Also nämlich die beiden aus dem Weg. Und den lassen wir ins Nichts gehen. Wenn wir den ins Nichts gehen lassen, müssen wir den hier komplett rumdrehen, um hier schwarz auf schwarz zu erreichen. Das gleiche machen wir mit dem hier. Und mit dem auch nochmal. Und mit dem natürlich auch. Dem ebenfalls. Und den drehen wir zweimal rum. Also... spätestens seit vorhin, ich glaube, das war dieser 10.25 oder 9.25, läuft es jetzt. Sobald ich hier systematisch rangehe. Hätte ich vielleicht von Anfang an machen sollen. So, wir bringen erstmal den weg. Den machen wir zu. Wobei wir den ja auch gleich drehen können. Aber das uns auf keinen Fall hier mit hinkriegen, mit dem Dreier. Die beiden machen wir dicht. Dann haben wir hier ein Problemchen. Das können wir aber lösen, indem wir den drehen. Und das hier kriegen wir so nicht gebacken. Ne, das war nicht das Problem. Das hier war das Problem. Wenn wir die alle waagerecht drehen. Ja, wenn die waagerechte gehen, müsste hier oben eigentlich das Ganze schon verbinden. Drehen wir den hier rum. Schließen den hier ab und den aber dann auch rumbringen. Das passt. Jetzt haben wir hier die Ecke, die nicht passt. Können wir den so lösen. Aber das gefällt mir hier mit dem nicht. Den müssen wir nach rechts bringen. Wir müssen hier rechts die noch verkuppeln. Wenn wir den so rum, dass wir den hier nach unten kriegen, dann kriegen wir hier die Verbindung und können den hier so dicht machen und den hier so zumachen. Jetzt haben wir hier dunkel, dunkel. Jetzt haben wir den hier noch. Den wir einfach einmal nach außen drehen. Es kommt halt drauf an. Also das einfachste Rätsel war das am Anfang. Das ging eigentlich sehr schnell. Danach hat man halt schon gemerkt, dass sie dann doch etwas zugelegt haben. Hat wir hier die ganzen Variablen mitspielen. Nehmen wir den noch einmal rum und drehen den hier so rum. Das wollte ich nicht, aber den kann man ruhig so lassen. Nehmen wir den nämlich so rum, um den hier dicht zu machen. Den machen wir dicht. Den drehen wir ins Nichts. Und den hier auch. Wenn wir irgendwo was übersehen. Hier haben wir was übersehen. Müssen wir die hier waagerecht bringen. Wenn wir die waagerecht bringen, müssen wir die hier auch anpassen. Und dann müssen wir den hier anpassen.
und den hier unten noch anpassen. Was heißt, wir müssen den nochmal drehen. Sehr gut. Nummer 22 war das. Wir haben noch 3. Dann ist das hier auch fertig. Und dann müssen wir schauen, wie es weitergeht. Bei Missing Translation. So. Den können wir so drehen. Den bringen wir nach unten. Das heißt, wir müssen die hier auf jeden Fall verbinden. Das heißt, die beiden müssen auch verbunden werden. Das hat halt auch so ein bisschen was, finde ich, wie beim Can't Drive das. Mit den Leveln, wo du diese einzelnen Bauteile hast, so zusammenbauen müssen, dass es eben Sinn ergibt für den Fahrer. Die bringen wir so rum, um hier die Drehung reinzubringen. Muss man ja auch immer schauen, wie kann ich die setzen, die Kurven, die ich bekomme, um eben für den Fahrer was Mögliches zu machen. Den wollte ich eigentlich nicht nehmen. War ich jetzt zu schnell, aber okay. Kann man ruhig mal so machen. Ne, noch einen. Muss der auch gedreht werden. Und dann muss der auf jeden Fall komplett gedreht werden. Und der muss gedreht werden. Der auch. Hier machen wir zu und drehen den noch einmal. Das ging jetzt gut. So. Dann machen wir den hier erstmal zu. Was auch heißt, wir können die hier so drehen. Um hier eine Verbindung herzustellen. Viel Spaß, Sarius. Beleidigen Sie ein paar Leute. Den noch zusammenbringen. Der passt. Der passt. Der passt. Der hier passt noch nicht. Wollen wir was übersehen? Hell, 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 hell. Dunkel, dunkel. Ah, hier. So. So. Dieses Haus ist auch gelöst. Müsste doch hier sich was tun, oder? Es leuchtet ganz viel. Gehen wir trotzdem mal weiter in die Richtung, hier zu der Katze, hallo. Okay, wir sind hier am Ende der Stadt angekommen. Das heißt, es geht wirklich zurück. Dann viel Erfolg bei Hearthstone. Hearthstone. Kann ich dir hier oben bei dir noch irgendwas machen mit deiner Fibonacci-Folge? Kann ich dir helfen? Oder... Ja, das weiß ich doch. 1, 1, 2, 3 und dann Fragezeichen. Gehen wir mal zurück zum Starthaus, was da meine Heimat will, falls ich da wohne. Und auch mal in dieses Schuhgebäude oder was das war. Hier dieser Turm. Da können wir auch nochmal reingehen. Weil da waren ja ein paar Räume, in die ich nicht gehen konnte. Das hat sich das geändert. Hier. Kann ich in die 3 jetzt gehen? Nö. Hier auch nicht. Dann halt nicht. Wenn sie mich nicht in den Räumen haben wollen, sagen sie es doch einfach. Einfach zugeschlossen lassen ist unfair. Da sind wir wieder in der Heimat. Das ist aber die nächste Tür erst. Das ist der Rätsel. So, was können wir hier jetzt machen? Oh, die End? Fragezeichen. Ich hoffe nicht, ehrlich gesagt. War nur ein Traum.
Alles wieder weiß, wie schön. Das war's. Das war Missing Translation, wie mir scheint.